müde. Wir sind beide müde. Du und die Katze. Ja. Wir alle drei sind müde. Und morgen früh werden wir noch müder sein. Warum seht ihr dann morgen früh? Generell muss man aber sagen, dass uns diese Region hier super gut gefällt. Es ist echt toll. Wir haben jetzt schon das zweite Mal verlängert. Wir sind jetzt noch 2 Tage länger hier. Weil man einfach so viel sehen kann. In jede Ecke, die du gehst, in jedes Café, das du gehst, sieht es irgendwie immer so magisch aus. Also, ja, mit Liebe eingerichtet. Echt faszinierend hier. Also nicht nur die Berge draußen, sondern auch hier drin im Dorf oder in der Stadt sind die ganzen Cafés sehenswert und das Essen ist toll. Also es muss nicht immer mehr sein, es muss nicht immer Meeresurlaub sein. Ne? Ich pack die Eimer ein. Ich nehme die mit nach Deutschland. Jetzt gibt es hier mal wieder lecker Essen. Ich habe hier Köfte mit Pommes. Und da hinten ist so ein bisschen vegetarischer Salat oder was? Wow. Also ich habe bestellt was Vegetarisches. Super, super lecker. Und hier neben mir schläft die meine süße Katze. Süß. Wie schmeckt's? Super geil. Richtig gut. Und die Kulisse? Das macht schon Spaß. Hey. Hey Katze. Richtig cool. Alles ausgeleckert. Und wer ist dann sehr müde? Liegt der Paul wie eine Katze. Miau. Ich hab gut gegessen. Das war sehr lecker. Und jetzt gucke ich hier in den Himmel. Durch die Olivenbäume durch. Ja, übrigens, hier wachsen Oliven. Ich weiß nicht, ob das richtig sehen kann. Bist du mein kleiner Kitty? Wo geht's denn hin? Wohin geht's? Na, oben lang vielleicht. Genau. Was hast du in deinen Haaren, ne? Ja, die Katzen sind hier überall. Super für jemanden, der Katzenallergie hat, wie mich zum Beispiel. Nicht in Türkei einen Tee ausprobieren. Und zwar, wir haben einen Liebling, einen Apfeltee. Super lecker. Schmeckt sehr süß. Thank you. Sieht gut aus, ne? Und sind Mittag. Thank you.
rennen dahin, auch morgens. Ein bisschen weiter, also nicht mal 100 Meter. Ist man aber allein, hat einen noch besseren Blick. Macht das einfach mal. Ciao, Doggy. Ja, für uns jetzt Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Video. Und morgen geht es dann hoch hinaus. Um 4 Uhr morgens. Dann bis morgen und viel Spaß beim nächsten Video. Ciao. Ciao.